In dem heutigen Video möchte ich Ihnen gerne den neuen Hyundai i20 in der dritten Generation vorstellen. Hierbei möchte ich speziell sowohl auf die Ausstattung als auch auf das BlueLink-System eingehen. Viel Spaß bei dem Video wünscht Ihnen das Auto aus Liste aus Augsburg. Den neuen Hyundai i20 gibt es aktuell mit 4 Motorisierungen. Eine davon bezieht sich auf den i20N, die anderen 3 Motorisierungen auf den ganz normalen i20. Je nachdem, für welche Ausstattung Sie sich entscheiden, variiert die Auswahlmöglichkeit der jeweiligen Motoren. Zum Beispiel der Vierzylinder mit 1,2 Liter Hubraum ist nur in den niedrigeren Ausstattungslinien erhältlich. Das hier dargestellte Fahrzeug weist die sogenannte N-Line auf und hierbei haben Sie nur den Dreizylinder zur Auswahl. Zum einen entweder mit 100 PS oder die stärkere Variante mit 120 PS. Beide optional dementsprechend mit dem Multi-Bridge-System mit einer 48 Volt Batterie mit an Bord. Das Fahrzeug besitzt 3 Fahrzeugmodi, einmal Sport, Eco und Komfort. Sie können sich im Bordcomputer den aktuellen Energiezufluss anzeigen lassen, den aktuellen Verbrauch, der Verbrauch auf der Strecke, Durchschnittsverbrauch, auch Fahrzeugassistenten, Tempopilot, Aufmerksamkeitsniveau etc. Bei der N-Line hat das Fahrzeug Schaltwippen mit einem Sportlenkrad integriert. Hier unten links können Sie die Lenkradheizung aktivieren, das ESP ausschalten, die Start-Stopp-Automatik ausschalten etc. Wir haben hier eine Klimaautomatik mit an Bord. Hier können Sie wie gehabt über die einzelnen Button diese bedienen. Sie haben links einmal einen Regler für die Temperatur und rechts für die Stärke der Lüftung. Hinter dem Automatikwahlhebel haben Sie einmal eine Sitzheizung für die beiden Vordersitze, den schon erwähnten Drive-Mode-Button, Parksensoren aktivieren bzw. deaktivieren. Eine Rückfahrkamera, hier können Sie auch nochmal gewisse Einstellungen vornehmen, also das Bild anpassen unter den Bildschirmeinstellungen, zum Beispiel der Kontrast. Hinter dem Automatikwahlhebel haben wir die Handbremse, 2 Cupholder, die Mittelarmlehne ist verschiebbar, hier haben wir den altbekannten SOS-Button, eine Steckdose, 2 USB-Anschlüsse, der linke USB-Anschluss dient für Apple CarPlay bzw. Android Car und der rechte USB-Anschluss, um Geräte aufladen zu können. Schauen wir uns das BlueLink-System des Hyundai i20 an. Sie haben letztendlich 3 Seiten, bei denen Sie hin und her switchen können. Der allererste Punkt umfasst die Karte. Wir haben hier eine Navigation mit an Bord. Da können Sie dementsprechend die Navigationslautstärke einstellen, sich Points of Interest anzeigen lassen, aktuelle Verkehrsinformationen, dann das Bild ganz einfach mit 2 Fingern rein und raus zoomen und hier oben links über den Home-Button zurückgehen. Natürlich haben Sie aber auch hier die Schnelltaste unter Map, in der Sie gleich zur Karte zurückspringen können. Unter Navigation nochmal genauere Funktion zur Navigation selbst, also auch wieder Points of Interest, die letzten Ziele, Ihr Adressbuch, die nächsten Hyundai-Vertragspartner in Ihrer Nähe und natürlich die Hyundai Live Services. Hier unter der Schnelltaste Navigation kommen Sie natürlich auch hinein. Unter Telefon können Sie Ihr Smartphone per Bluetooth mit dem System koppeln. Unter Sprachnotiz können Sie gewisse Memos aufnehmen. Alle Einstellungen, die Sie über die Klimaautomatik vornehmen, werden Ihnen hier oben im Display angezeigt. Wir haben natürlich ein Radio mit an Bord mit DAB. Unter Medien werden Ihnen die aktuellen Geräte angezeigt, die angeschlossen sind. Da nichts angeschlossen ist, kommen automatisch die Naturklänge. BlueLink ist letztendlich ein Dienst, da müssen Sie sich erst registrieren und die App für Ihr Smartphone herunterladen. Unter Einstellungen können Sie gewisse Profile anlegen, verschiedene Fahrerprofile letztendlich, die Spracherkennung nochmal genauer individualisieren bezüglich den Einstellungen. Unter Fahrzeug alle diversen Einstellungen zum Fahrzeug. Also je nachdem variiert es nach Ausstattung, welche Sie für das Fahrzeug haben. Wir haben hier nahezu Vollausstattung bezüglich den Fahrzeugassistenten und diese Fahrzeugassistenten werden Ihnen hier auch im Detail nochmal alle aufgelistet, wo Sie auch nochmal Einstellungen vornehmen können. Unter Kombi-Instrument natürlich, was soll dargestellt werden im Bordcomputer,
die aktuellen Serviceintervalle, welche Inhalte und so weiter. Unter Klimaanlage auch nochmal bezüglich der Umluft, automatisches Belüften, Entfeuchten, kann man auch nochmal gewisse Einstellungen hier vornehmen. Unter Licht, der Komfortblinker, die ambiente Beleuchtung, die automatische Zentralverriegelung. Unter Bildschirm können Sie diesen auch nochmal individualisieren bezüglich der Armaturenbeleuchtung, einem Blaufilter, Bildschirmschoner, was soll angezeigt werden und natürlich dem altbekannten Splitscreen. Unter Allgemein wird Ihnen nochmal die aktuelle Firmware angezeigt, Sprache, Datum, Uhrzeit, also so die üblichen Einstellungen, die man vornehmen kann. Unter Audio, wir haben ja hier ein Bose Premium Soundsystem verbaut, haben Sie hier nochmal einen Equalizer mit an Bord und können auch nochmal diverse Einstellungen vornehmen bezüglich des Soundes. Geräteverbindung, wie schon erwähnt, entweder per Bluetooth oder kabelgebunden Android Auto bzw. Apple CarPlay. Hier nochmal was zur Navigation, die Kartendarstellung, also das genaue Farbschema, die Darstellung mit welchen Inhalten, Points of Interest, dem automatischen Rein- und Rauszoomen, je nachdem welche Geschwindigkeit, nochmal was genaueres zur Routenführung. Ansonsten haben Sie hier noch das Handbuch zum Fahrzeug, welches Sie sich elektronisch über diesen QR-Code herunterladen können. Das ist letztendlich das komplette BlueLink-System des Hyundai i20.